Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Und wenn du wissen möchtest, was ich alles aufgebraucht habe und wie ich die Produkte finde, dann bleib doch einfach dran. Oje, oje, ihr habt die Kiste gesehen, also die ist wirklich pickepacke voll. Einfach, weil ich keine Zeit hatte, Aufgebraucht-Videos zu machen. Aber ich habe mir gedacht, Dani, komm, sammel die Dinger. Behalte die Dinger, weil du musst doch den Leuten zeigen, was dir gefällt oder nicht. Ob ihr es hören wollt oder nicht. Ich werde aber versuchen, das Video kurz zu halten. Das heißt also, ich vermute mal, ich werde das Video in zwei Teile aufteilen, weil sonst ist es wirklich viel zu viel. Und irgendwann schaltet ihr dann ab und habt dann überhaupt keine Lust mehr zu gucken. Ich kenne das selber. Wenn die Videos zu lang sind, dann sind sie einfach zu lang. Man hat keine Zeit. Oder man geht hin und macht eine Pause. Und guckt halt da weiter, wenn man wieder Zeit hat. So, Lippenstift ist drauf und los geht's. Wir fangen an mit Shampoo. Und zwar habe ich hier Elvital L'Oreal. Tonerde absolut. Klärendes Pflegeshampoo mit ausgewählten Tonerden bis zu 72 Stunden. Frischer, luftig, reiner Ansatz. Für fettigen Ansatz und für trockene Spitzen. Deswegen liebe ich diese Shampoo, weil man tatsächlich, zumindest bei mir, ja, ich habe fettigen Ansatz, trockene Spitzen, weil das tatsächlich so ist. Man hat, oder ich habe nach dem Waschen hier oben und das auch Tage danach, einen schönen, frischen Ansatz. Es ist sehr luftig und es fettet nicht, auch nicht so schnell nach. Von daher ist es immer wieder ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich hier von Isana. Eigentlich hauptsächlich für meine Kinder. Ein Shampoo und zwar Sensitive, milde Pflegeformel ohne Silikone, Cotton Flower and Kornblume. Für empfindliche Kopfhaut und normales Haar und ohne Mikroplastik steht hier extra nochmal drauf. Was ich auch sehr, sehr gut finde, dass Isana das nochmal explizit auszeichnet. Und ja, es war super. Also meine Kinder haben es gerne benutzt und sie hatten keine Probleme damit und es riecht wirklich sehr, sehr schön, sehr frisch und leicht blumig. Und ja, von daher, meinen Kindern würde ich es auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe es auch benutzt. Also dieses Shampoo, dieses Elvital nutze ich jetzt nicht jedes Mal beim Haare waschen, sondern vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche. Eher einmal die Woche und dann halt das andere Shampoo. Kann ich auch empfehlen. Dann habe ich hier auch noch von Avon aufgebraucht, Avon Care. Das ist ein Shampoo mit Kokosnussöl. Und es hat ganz gut gerochen, wobei Kokosnuss hat man auch sehr gut rausgerochen, aber halt da war noch ein anderer Duft mit drin. Aber ich kann nicht definieren, ich weiß nicht, welcher Duft das ist. Sein könnte. Ich guck mal eben, ob ich hier hinten irgendwas... Da ist noch irgendein anderer Duft mit drin. Aber es riecht ganz gut. Es riecht wirklich sehr, sehr gut und hat auch ganz, ganz gut sauber gemacht und ich war damit auch wirklich sehr, sehr zufrieden. Wonach riecht das denn jetzt? Das ist Kokosnussöl und Sonnencreme. Ich glaube, irgendwie sowas. Genau. Dann noch von Avon, das ist von Advanced Techniques, das ist eine Serie von Avon und zwar ist das mit Biotin-Komplex, Kollagen, Biotin-Kollagen-Komplex, Loss Control, ja, das soll halt den Haarausfall so ein bisschen abmildern und ich fand es auch gut, ja, also ich kann jetzt nicht... Es riecht auch sehr gut. Also diese Reihen riechen, finde ich persönlich besser, also die von Advanced Techniques, als ja diese hier. Ne? Also die gefallen mir vom Duft her sehr besser. Der Duft bleibt auch länger in den Haaren, wie ich finde. Und wenn, dann hole ich mir immer diese hier. Ich habe auch einige in der Reserve. Dann habe ich hier noch ein Shampoo von Avon. Und zwar ist das die Avon Naturals Haircare Reihe.
Ach, das ist jetzt ein Anti-Schuppen-Shampoo und das hat auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das ist eine 700 Milliliter Pulle. Auch, ja, ob das jetzt vergleichbar ist mit diesem hier, ich würde eher sagen nicht. Aber es riecht sehr gut. Es ist, oh ja, es ist sehr, sehr pflegend. Also die Haare fühlten sich danach richtig toll an. Und kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Schuppenanwendung hat funktioniert, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Langzeitanwendung, wenn man starke Schuppen hat, das weiß ich jetzt nicht, aber bei mir hat es eigentlich ja sehr gut funktioniert. Hier ist noch ein Shampoo und zwar war das in dem M. Asam Adventskalender drin. War das da drin? Ja, ich glaube wohl. Und das war auch richtig gut. Das ist von Ahuhu Organic Hair Care und ja, das ist ein Keratin-Shampoo, Tiefenreparatur mit restrukturierendem Phytokeratin. Ich weiß nicht, aber es riecht gut. Ach Gott, oh Gott. Also die Shampoos sind wirklich sehr, sehr gut. Erstens riechen sie gut, richtig toll. Und zweitens sind sie sehr, sehr ergiebig, finde ich. Also man braucht nur eine kleine Menge. Und man hat dann eigentlich schon die Haare, komplette Haare damit gewaschen. Fand ich richtig gut. Das ist auch ohne Silikone. Die Wirkung, Keratin, Rebuild, weiß ich jetzt nicht. Aber mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Jetzt kommen wir zu einer Pflegespülung von Herbal Essence. Das habe ich mir gekauft im DM. Das war damals im Angebot, meine ich. Das war sehr reduziert und dann habe ich es mir mitgenommen. Jo, es war wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also das hat mir richtig gut gefallen. Das ist mit Aloe und Bambus, 99% natürlichen Ursprungs. Aber der Duft war richtig schön. Also das war richtig schön frisch und auch von der Wirkung her hat meinen Haaren wirklich sehr gut getan, besonders den Haarspitzen. Also das habe ich wirklich sehr, sehr gerne benutzt. Ja, nachkaufen weiß ich jetzt nicht. Das war jetzt auch, wie gesagt, im Angebot. Ob es das noch gibt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber im Grunde genommen, die Herbal Essence, ja, die Pure-Reihe, die finde ich auf jeden Fall sehr gut. So, Seifen, um das Ganze mal abzukürzen. Cremeseife von Balea, da habe ich ein paar, oder meine Familie und ich, ein paar aufgebraucht. Ja, ich mag lieber, wenn die nicht so stark riechen, so fruchtig, sondern eher so aquatisch und frisch. Ja, die haben ganz gut gerochen. Und bei Balea auch hier, ja, haben sie sich jetzt die Mühe gemacht und das Ganze ausgezeichnet, dass da kein Mikroplastik drin ist. Dann habe ich hier noch eins, eine Handseife, eine LE gehabt, eine LE aufgebraucht. Und zwar My Summer Paradise. Und Duft auch sehr, sehr schön. Nach, ich weiß nicht, nach Pfirsich, genau, nach Pfirsich. Ja. Eine weitere Seife fand ich auch nicht schlecht. Das ist von Amsterdam. Ich glaube, das ist Action. Ja, von Action. Die hat aber mein Mann. Ist sie von Action? Die hat mein Mann gekauft. War das in Action? Ich glaube wohl, ich weiß nicht. ja, die war auch ganz gut. Von Chien. Chien von Lidl. Nicht von Action, von Lidl. Die war auch gut. So, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Wir wollen das Video kurz halten. Nicht zu lang. Und zwar kommen wir zum Duschgel. Duschgel, das kann ich euch sagen. Das haben meine Kinder aufgebraucht. Balea Dusche und Shampoo Ocean Princess. Das ist, glaube ich, auch Standard in der Babyabteilung. Es riecht wirklich sehr, sehr gut. Richtig schön nach, hier steht, es duftet nach magischen Meeresträumen, ja. Aber es ist irgendwas Bäriges drin. Ja, sehr, sehr schön. Kinder mochten das auch sehr, sehr gerne.
Dann habe ich aufgebraucht von Avon Senses. Das ist auch eine 720 Milliliter Pulle und ich fand die sehr gut, weil die hier oben einen Pumpspender hat. Das heißt also, wenn du jetzt in der Dusche bist und hast das Ding da stehen, ja, dann einmal hier so pumpen und dann kannst du dich einschmieren. Da muss man nicht jetzt extra die Flasche aufmachen, tick, 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 so, ne, hinstellen, sondern einfach pumpen und fertig. Naja, genau. Ich fand Vanille und Sandalwood, Sandelholz und Vanille, es riecht sehr dezent. Also das ist jetzt nicht, ja, sehr dezent. Sehr angenehm, aber sehr dezent. Das heißt, man sehr dezente Vanille und sehr dezentes Sandelholz, ne? Ja, also es ist keine Duftexplosion, aber wer das halt nicht so gerne mag, dass die Duschgele so stark riechen, ist damit wirklich sehr, sehr gut bedient. Jetzt kommen wir zu meinen persönlichen Lieblingsduschgelen, die ich eigentlich schon jahrelang benutze. Und zwar ist das von Balea. Die After Sun Dusche, die habe ich auch einige in Reserve hier oben im Regal stehen. Ich glaube 5 Stück oder so. Und ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Nicht nur im Urlaub, sondern auch Jedes Mal, wenn ich dran rieche. Das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Es hat auch einen leichten Cooling-Effekt. Gerade jetzt zu den warmen Sommertagen oder halt eben im Urlaub. Ein ganz, ganz tolles Duschgel. Was ich auch gut finde, ist das hier. Das habe ich, glaube ich, im Action geholt, weil das ist eine große Pulle gewesen. Ich hatte vorher nämlich die kleine ausprobiert. Die fand ich nicht schlecht. Und dann habe ich diese große gesehen im Action. Fand ich sehr angenehm. Also der Duft ist sehr... Oh, wonach riecht das? Kokosnussextrakt. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Nicht dezent, aber richtig schön. Ja, passt schon. Kokosnusswasser. Es riecht leicht Kokosnuss, aquatisch tatsächlich ein bisschen und leicht süßlich. Ich fand es gut. Ich habe damit wirklich sehr, sehr gerne geduscht. Es war ein sehr schöner Genuss. 400 ml von Fahr. Und ein weiterer Favorit, beziehungsweise es gibt bestimmt bessere, aber das ist einfach ein Duschgel, was ich wirklich jahrelang schon immer mal wieder gekauft habe, ja, und verwendet habe. Ich weiß nicht, wie lange schon. Aber das ist nur eine Art Peeling, ne? Da sind kleine Peelingkörner mit drin und es tut einfach mal gut. Das ist mit Aloe Vera und Aloe Vera, Wasserminze und Salz. Genau. Auch sehr, sehr schön. Mein Mann mag es nicht, weil er dieses Gefühl halt nicht mag mit diesen Peelingkörnern, aber ich finde es toll. Dann arbeiten wir uns weiter runter vor. Und zwar habe ich hier eine Intim-Waschlotion. Ich benutze immer Intim-Waschlotion, weil es einfach dafür gemacht ist und ich kein Brennen spüre, wenn man das so sagen kann. Wenn man sich ganz normal mit Duschgel wäscht, dann in dem Bereich, dann fängt es an zu brennen. So. Und bei dem hier ist es halt nicht, weil der pH-Wert halt gehalten wird, so wie er sein soll. Und ich kaufe mir immer Intimwaschlotion, entweder die hier von, ich glaube, das ist von Rossmann, genau, oder von Avon, ja, die haben ja auch eine ganze Reihe von Intimwaschlotionen. Genau, und von daher aufgebraucht. Dann nehme ich noch mit Balea Rasiergel. Auch ganz toll, langjähriger Freund, der mich begleitet auf meinem haarigen Weg. Und
Also der Duft ist erstens sehr gut. Ich finde, die bereiten die Haut sehr gut vor für die Rasur und ich habe danach auch keine Pickelchen oder so. Ne? Also ich komme damit sehr, sehr gut klar. Ich benutze auch sehr, sehr gerne. Es erleichtert einfach das Rasieren und ja, wie gesagt, langjähriger Begleiter. Das hier ist Balea Wasserspray. Einmal Aqua, also das ganz normale, neutrale, habe ich 3 Stück hier aufgebraucht. Und dann einmal mit grünem Tee und Jasmin. Es ist einfach angenehm, wenn wirklich wieder diese Hitze reinkommt. Und leider ist unser mein Büro, also hauptsächlich mein Büro, ist halt nicht isoliert. Und von daher, wenn hier einmal die Hitze reinkommt, dann bleibt sie auch drin, auch wenn es draußen sich abgekühlt hat. Es ist schon mal schwierig, da einen kühlen Kopf auf, zu bewahren. Und von daher habe ich die immer sehr, sehr gerne benutzt und dann einfach mal vor dem Ventilator sich hinstellen. ja, Hilfe in der Not. So, ich denke, das war's erstmal für dieses Video. Das andere Video folgt dann demnächst, denke ich mal. Ich werde das Video also somit beenden und beim nächsten Mal wird sein dekorative Kosmetik halt, ne, und auch zwischendurch so ein bisschen Pflege, aber eher Tendenz zu dekorativer Kosmetik. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust drauf habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.